Ja, wir hängen jetzt einfach mal auf den zweiten Putter dran. Mal schauen, wie das so läuft hier. Ich wette, wenn ich jetzt nicht mehr aufnehme, dann läuft's sau gut für mich und das möchte ich nicht tun. So. Meine besten Waffen, ja, darauf scheiße ich jetzt mal. Es geht ja nicht darum, was meine besten Waffen sind. Ich meine, ich kann die Waffe umso mehr lieben. Und trotzdem. Ich glaube, es war die Usos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Usos 12 war auf Platz 3. Jetzt kommt sicher wieder Geflame. Was, du verwendest die Usos, du verwendest die Usos. Ja, ich habe die Usos verwendet. Ich schäme mich wirklich extremst dafür. Nur ich dachte mir, die anderen haben sie verwendet. Wieso darf und soll ich sie jetzt nicht verwenden? Schließlich habe ich bis Rang 42 alles gemacht. Ich bin bis Rang 42 gekommen. Und dann sozusagen verwende ich die Belohnung nicht. Das fand ich auch irgendwie unfair, weil ich ja doch 100 Mal dafür gekillt worden bin, davon gekillt worden bin. Und jetzt sie nicht zu verwenden, wäre irgendwie unfair. Und ja, darum habe ich sie dann auch nicht verwendet. Gut, der zielt genauso schlecht wie ich. Wahnsinn. Ja. Aber natürlich meine Lieblingswaffe ist nicht von Kills oder von Gutheit, das ist sicher kein Deutsch, aber Gutheit halt von Können, ist natürlich die P90 oben in beiden Fällen, also sowohl von Können, wie bitte schieße ich, als auch von leg dich da hinten hin. Ja, wo denn? Ja, was? Wie kannst du mich durch ein Auto abschießen, scheiß Camper, hä? Erzähl mir das! Erzähl mir das! Wahnsinn. Scheiß Camper, wirklich. So kein Leben. Ja, hör auf, Camper, das ist nicht mehr lustig. Renn, 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 renn! Hier entlang. Scheiß Camper, wirklich unglaublich. Sich mit dem MG irgendwo hinsetzen. Ich hasse sowas. Ja, wenn es nicht geht. Was soll ich tun? Wieso stirbst du nicht? Ich hab die Schnauze voll, wirklich. Ich könnte heulen. Ja. Wenn ich sie hier schon so verwende, die L85 A2, für die Waffe habe ich alles getan, damit ich sie bekomme. Das ist ja wirklich extremst schwer, diese Waffe zu bekommen aufgrund von Squad Deathmatch. Hier. Ja, hör auf, Mörser, wirklich, ist unglaublich. Ja, die bekommt man ja natürlich sehr schwer. Alter, geht weiter. Und ich habe sehr viel dafür getan, dass ich die Waffe bekomme. Und ja, jetzt habe ich sie dann doch bekommen und es fällt mir auf, sie ist gar nicht so gut. Ich habe sie auf YouTube natürlich gesehen von Max FPS und ich glaube, der Kaboom hat sie immer wieder verwendet. Und ich dachte mir eigentlich, dass die Waffe gut ist, aber sie ist gar nicht so gut. Keine Ahnung, ob man das während des Gameplays merkt. Snipern. Wieso snipert man hier? Ich meine, man hat es gerade gesehen, wieso? Wieso hier? Wirklich, wie kommt man auf die Idee, da zu snipern? Nicht weitergehen. Davon wirst du gekillt. Ich wette, er ist jetzt tot. Spätestens jetzt. So, weitere Lieblingswaffen von mir, die G36C, die habe ich nie so viel verwendet. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich liebe die Waffe, aber ich habe sie nie wirklich verwendet. Oder nicht viel. Zumindest früher nicht. Jetzt habe ich sie wieder sehr viel verwendet. Und dann doch auch. Jetzt ist sie auf Platz 8 bei Battlelog. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Renn, renn, renn! Ja, was? Sag mal, wie groß ist die Scheißreichweite oder wie langsam bin ich? Fragen wir mal das. Meine Güte. Jetzt habe ich aber auch eigentlich das Rotpunktvisier für die Waffe freigeschaltet.
Apropos Visiere, das habe ich eh am Anfang des Videos angesprochen, da werde ich nochmal darauf zurückkommen. Auch jetzt werde ich das nochmal verschieben, weil ich die Waffe noch so ein wenig durchgehen möchte. Auch wenn ich die Waffe jetzt in echt gar nicht so sehr kenne, die A91, das hat auch der, die hat auch der Pionier von vorhin eben. Die habe ich schon sehr gern, die Waffe, weil sie einfach viel Stärke hat. Ja, Quickscoping kannst du bei mir vergessen. Und die verwende ich auch gerne. Auch wenn ich auch, ja, ich ziehe mal wieder. Das wäre ich blind. Ja, wirklich. Ich muss mal zum Augenarzt. Wahnsinn. Ihr habt keine Ahnung, wie gerne ich mir jetzt gerade die Fresse einschlagen würde dafür. Ich mach das, ich mach das. Nein, das wäre so gut gewesen. Ja, du musst mir alles versauen, gell. Die Spawner, die ich muss aufpassen. Jetzt hört auf, mich hier voll zu spammen, das ist echt unglaublich. Ich folge dir. Gehört jetzt zu uns? Ja. Was zur Hölle? Egal. Ich überlege gerade, was ich noch so für Waffen gern verwende. Die QB95 oder QBB95, keine Ahnung, wie die genau heißt. Ob es jetzt ein B oder zwei sind. Die verwende ich auch sehr gern. Ist ein MG. Die verwende ich auch relativ gern halt. Natürlich, aber hat sie jetzt nicht zu meiner Favoritenklasse, den Versorgungssoldaten. Den verwenden zwar viele, aber ich finde den jetzt. Gut, Claymore hat schon irgendwie was. Aber wenn es jetzt Leute gibt, die mit C4 herumrennen und Kills machen. Wahnsinn, also das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso ist die leer? Also das wäre jetzt wirklich nice. Wann habe ich die Glock verschossen? Na, jetzt mal ohne Scheiß, wann habe ich die verschossen? Ha, den habe ich bekommen. Haha. Würde mich echt interessieren, wenn ich die verschossen habe. Ich habe sogar meinen schlechten Score wieder gut gemacht. Das ist ja echt geil. Ja. Da war ich etwas langsam. So, es wird mal Zeit für Waffenwechsel hier. Ich will euch ein bisschen Abwechslung bieten. AK 971. Ja, das fällt mir gerade ein. Die Waffe habe ich auch gern. Gut, aber seien wir mal ehrlich, wer hat diese Waffe nicht gern? Auch hier natürlich wieder mit Schalldämpfer. Wer schießt hier auf mich? Weil der ist ein Arschloch. Ja, Waffe hier, 2 Kills. Ja, die hat schon was, die Waffe. Ja, jetzt ist sie natürlich leer. Weil sie so verdammt schnell schießt. Ja, was soll das? Wo schieße ich hin? Was soll das? Und was kommst du daher? Wo? Ja, nimm meine Waffe, Arschloch, gell. Ich hasse das, wenn meine Leute meine Waffe nehmen. Zu langsam. Ich überlege wieder, welche Waffen ich gerne habe. Ich habe lange die F2000 verwendet. Obwohl ich sie jetzt für eine der schlechtesten Waffen in diesem Spiel hier halte. Geh da rein! Ich weiß auch, jetzt mache ich mir wieder sicher einige Feinde, die da meinen, die F2000 ist doch Hammer. Ich finde, sie schießt schnell und hat nicht genug Stärke. Sie schießt so schnell, was ja eigentlich gut ist, aber sie schießt so schnell, dass du nicht mehr wirklich zielen kannst damit. Denn bei der UMP ist es genau umgekehrt, die schießt so langsam, dass du damit zu gut zielen kannst. Ich mach das. Ja, natürlich. Hey, da war sogar ein Kill. Ist ja leibend. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Granaten gerade so herumgammeln. Ha, ich habe wirklich einen mit einer Granate und gleich noch einen gekillt. Oh, ein ganzes Squad spawnt hier. Darum sind da so viele. Also das kommt, glaube ich, auf YouTube live kommentiert. Absolut spontan.
und sogar ein recht OP-Anzug, mein Freund. Und sogar, okay, ein Scheiß-Gore, aber es war viel reanimiert. Also ich weiß von zumindest 5 Reanimationen. Ja, das war doch ein Gegner. Wer weiß, wie viele Kills jetzt auch noch natürlich kommen mit der Waffe. Ich meine, wer sich dieses Video hier antut, beide Parts, der ist schon verrückt, meiner Meinung nach. Das sind locker 22 Minuten Parts. Das ist ein 40 Minuten Video, was jetzt nicht so gut kommentiert ist eigentlich. Ja, das M249, wenn wir so vor Ewigkeiten bei den Waffen waren, habe ich eigentlich nie wirklich gern verwendet. Ich weiß, das klang jetzt so, als würde ich die Waffe gern haben, aber nein, eigentlich fand ich die nie so gut. Die fand ich bei anderen Spielen besser. Aber in dem, na, nicht mein persönliches Highlight. Wieso hat die Waffe zurück gar extremst verzogen? Waffewechsel, Farmhouse. Wieso habe ich denn nur so. Ah, Rotpunkt. Schalldämpfer und los geht's. Boah, die Waffe sieht so scheiße aus, das ist unglaublich. Also die sieht richtig, richtig scheiße aus, die Waffe. Die sieht aus wie hochgewürgt, wirklich. Das ist schlimm. Ich will jetzt nichts gegen die Waffe sagen, aber die ist extrem hässlich. Stark ist sie, das. Wie schnell schießt die bitte? Ich hab das vollkommen vergessen. Und wieso gehe ich rein, während ich nachlade? Ich Vollidiot! Gut, ich muss mich wieder in die Farmers einspielen, die habe ich nie so viel verwendet. Die ist auch sehr weit oben bei den besten Waffen. Wieso hat die nur 26 Schuss? Stimmt, original hat die nur 26 Schuss pro Magazin, das war so ein Fehler bei Battlefield 3. Stimmt, ja, stimmt. Und original, glaube ich, hat sie auch nur Halbautomatik. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Knosti. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Wahrscheinlich wegen der Farmers, die hat er in seinem richtigen Battlefield 3 Video verwendet. Also, der hat ja 2 Tage Battlefield 3 gespielt und hat einen Score, so das war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob ihr den Knosti kennt. Also, der hat erst 2 Tage Battlefield 3 gespielt und davor war er ja eigentlich nur COD-Zocker, soweit ich weiß. Also, jetzt von. Also, er hat nie Battlefield 3 gespielt, doch zweimal Bad Company. Und der hat einen Score. Also Respekt, wirklich. Das war sehr gut. Keine Ahnung, ob er das sehen wird. Also, falls du siehst, Respekt dafür. Das war echt ein sehr guter, sehr, sehr guter Score. Für erst 2 Tage Battlefield 3, wo ich jetzt nicht annehme, dass du so viel gespielt hast. Also, du wirst, glaube ich, jetzt nicht 2 Tage durchgezockt haben und das Spiel auswendig gelernt haben. Aber Respekt. Also ich habe Monate gebraucht, um so gut zu werden. Nein. Wir schnell zum nächsten Thema. So. Also ich glaube, ich mache gleich wieder einen Waffenwechsel. Ich mag die Farmers nicht. Sie ist zwar gut, aber ich mag die Waffe persönlich einfach nicht. Es hat zwar nichts zur Waffe zu sagen, aber ich finde sie so hässlich. Vor allem in dem Spiel. Worauf schießt du? Was ist da? Hä? Sag's mir. Willst du leben? Nein. Ja, was willst du dann? Du willst vielleicht. Oh mein Gott. Geil, dass ich das überlebt habe. Wo denn? Ah, da hinten. Mit Granat habe ich aber keinen gekillt, oder? Schneller! Hopp, hopp! Messer den Typen! Ja, ich weiß, das Messer in dem Spiel ist dreckig. Wahnsinn.
So, die Farmers kommt wieder weg, das ist mir zu schlecht. Boah, ich komme schon wieder so vom Thema hier weg, das ist schlimm. Ich glaube, das Lieblingswaffen werden wir jetzt mal abhacken damit. Falls ihr noch Fragen dazu habt, das war knapp, werde ich mich, könnt ihr das zurück in die Kommentare schreiben. Vielleicht diesmal noch in die öffentlichen Kommentare und nicht in persönlichen Nachrichten, damit das alle lesen können und damit dann nicht 20 Nachrichten kommen. Was ist deine Lieblingswaffe? Machst du bitte das Richtige? Ja, Noob tut uns hier ein bisschen voll, das ist auch immer schön. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, solche Typen können wirklich nur verprügelt. Und das war saugeil! Ich meine, die sind alle zu blöd, um mich abzuschießen. Ist ja geil. So. Jetzt bleibt die Waffe doch noch da. So, ich hoffe, jetzt schafft das mein Team. Obwohl die wirklich nicht die Besten sind. Ich meine, schaut mich an, ich bin ein Bester. Der war doch, wo ist der gerade hin? Ja, geh um die Scheißecke! Okay, ganz langsam wieder raus. Gut, der rusht einfach vorne, da liegt eine Granate. Oh, da liegen schon so verdammt viele Medikits. Bist du schon tot oder wie? Was aber. Ich wollte eigentlich rüberspringen und ihn messern, aber. Hat nicht ganz so geklappt. Ich vermeide schon wieder die Farmers. So, sollen wir es riskieren, raufzurennen und sie von oben fertig zu machen? Wir riskieren es. Aber das haben sich mehrere aus meinem Team offenbar gedacht. Alter, renn weiter! Geil, mal die Omen-Kampf, das hatte ich auch noch nie. Ja, sorry Leute, aber euch erreiche ich nicht mehr. Das ist nur Verschwendung. Reanimier den Trottel. Hüpf eine. So, hier drin soll ich mal kurzzeitig sicher sein. Gut, Lieblingswaffen haben wir abgehackt. In einer absolut schussreichen Situation rede ich. Gut. Also, Lieblingsvisiere. Ich sag mein Lieblingsvisier jetzt später. Jetzt werde ich mal so meinen Lauf der Visier- oder Aufsatzzeit sagen. Ganz am Anfang das Holo. Also ich war süchtig nach dem holographischen Visier. Einfach das ganz simple Holo. Ich fand den Punkt so schön groß, mit dem habe ich wunderbar gesehen. Und das Reflex, das hat mir eigentlich nie so gefallen. Also ich habe es immer lieber verwendet als Kim und Korn. Himmels um Himmels Willen denkt es nicht, dass ich ein absoluter Kim und Korn Fanatiker bin. Nein, also ich hab's immer schon lieber gehabt als Kim und Korn, aber mir war der Punkt immer viel zu klein. Wieso? Was? Hä? Also bitte! Bitte findet heraus, wie der heißt, nehmt ihn als Freund und spammt ihn voll. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also die beiden Visiere, also waren so mein Haupt. Ja, wir kennen uns, Jacke. Ich meine, bist du ein Hacker oder was auch immer, weil du brauchst nur eine Kugel offenbar. Ich hab genug von der Waffe. Falls ich für diese Situation nichts dafür kann. Also, und das holographische Visier war auch lang nicht mehr auf meinen Waffen drauf jetzt in letzter Zeit. Weil ich den roten Punkt mittlerweile zu groß finde. Ja, was sagt man dazu? Am Anfang finde ich ihn super, dadurch, dass er so groß ist, jetzt finde ich ihn scheiße. Und du, Wahnsinn! Toretto 369 Schwuchtelhurensohn, was auch immer. Dreckskerl. Fuck you. Ja, so ACOG-Visier und sowas mochte ich eigentlich auch noch nie. Oder ballistisch. Gar nicht mal. Ich bin einfach kein Sniper. Also müsste man ziehen können. Was geil, den habe ich noch erwischt. Hier hin.
Ha, gleichzeitig schön. Richtig schön. Ich habe kaum noch Stimme, also mein Hals ist schon ein wenig trocken. Kopfschmerzen treten auch ein. Schädelweh, wie ich so gern sage. Ja, hallo! Quickscopen oder was? Hä? Verzeihung, dass du jetzt nicht mit Absicht, ich wollte gerade reden und dann ist mir das so rausgeputscht. Ja. Lieblingsvisier, ich glaube, jetzt kann ich schlussendlich doch sagen, was mein Lieblingsvisier ist. Ich glaube, es denken sich eh schon die meisten aufgrund von meiner Videos und es ist auch irgendwie so ein bisschen eine klare Sache. Natürlich das Rotpunktvisier. Wie könnte es anders sein? Das Cobra Rotpunktvisier. Hallo, Claymore, danke! Wahnsinn. Also natürlich, Rotpunktvisier, Cobra Rotpunktvisier. Habe ich auch jetzt wieder mal drauf. Sieht man auch bei meinen Videos. Ist eigentlich jetzt mittlerweile immer dabei. Leg dich besser hin. Ach so. Das ist wieder der Spaten da oben. Der scheiß Camper-Dingsbums. Alter, jump over. So. Also es ist doch das Cobra Rotpunktvisier geworden. Mein Lieblings- und Nebenzeugs halt wie Techlet und so irgendwas. Auch da werden sich ja in den Nachrichten was weiß ich was kommen, wenn ich das dazu preisgebe. Aber mir ist das Techlet schon sehr sympathisch. Das muss ich leider so ganz offen zugeben. Mir ist das Techlet schon sehr sympathisch. Weil ich finde, es ist schon. Klar, es ist unangenehm, geblendet zu werden, darum verwende ich sie auch. So, ich weiß, der Score war jetzt nicht so gut, aber es war einfach spontan und es waren viele Reanimationen und was auch immer. Ich war insgesamt der beste aller Spieler. Meine unzähligen Rhythmen zeige ich euch natürlich auch noch. Ich hoffe, ihr könnt damit jetzt endlich einmal die Fragen 28 Ohrensbänder mal so ein wenig lassen, was meine Lieblingswaffen, Aufsätze, was auch immer sind. Ich hoffe zumindest, weil mir geht das auch schon ein wenig auf die Nerven, immer sowas antworten zu müssen. Ich meine, ich finde es eh schön, dass ihr. Oh, das sollte nicht so schnell sein. Ich finde es eh schön, dass ihr mich noch irgendwas fragt, aber. Jetzt habt ihr endlich eure Antwort. Beste Waffe würde mich auch noch interessieren. Ja, okay, logisch. Gut, ich werde mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal.